natürlich mal hier die Kisten. Meine Fresse. Hä, aber so schlecht sind wir gerade gar nicht. Oder willst du mir widersprechen? Alles cool. Okay. Da ist auch das nächste Schild. Soll ich hingehen? Mach ich mal. Ja, ja, kannst du gerne. Ja, ja. Ist das das hier? Nee. Nee, das müssten wir da hoch. Okay. Machen wir das doch mal. Ich hab leider vergessen, wo hier die ganzen Kammersymbole sind. So schade, der hat's leider gemacht. Ich hörte, der Firehawk verflüssigt Banditen und dreht sie wie Fleisch. Aber ich würde mich darum gucken, Roland gut. Wenn Roland gar nicht erst so ein Vollidiot gewesen wäre, würde er. Fast hätte ich mein Geheimnis verraten. Oh, ich kriege hier gar nichts mit, ey. Das 4-5 Leute labern plus Jack, ey. Als wir den, der irgendwie die Story hinbekriegen will. Meine Fresse. Okay. Ich würde sagen, wir lassen die erstmal, oder? Der Goliath. Ja, nicht so gut. Hat ja super geklappt. Der ne? Den anderen hat er umgebracht? Ja. Ja, der andere ist weg. Na, irgendwie spinnt meine Maus gerade. Oh, da ist noch einer. Oh. War jetzt nicht so beabsichtigt. Wir laufen Heilkügelchen hinter dir her. Bleib doch mal stehen, sie wollen dich heilen. Du bist vor ihnen weggelaufen. Links ist irgendwo noch einer. Da ist noch was. Okay. Toll, ey, meine Maus möchte nicht schießen. Das macht das alles ein bisschen sinnfrei gerade. Mhm. Warte mal, hier war auf jeden Fall ein Hinterhalt oder sowas, genau. Ja. Geil, ging so gut wie alles resistent, geil. Toll. Ja. Nee, ich nicht. Das klappt nicht. Okay. Und jetzt weg. Fuck. Gleich am besten direkt die Maustasten direkt draufhalten. Vielleicht krieg ich das mal.
aber gut aus. Ich glaube, den krieg ich nicht. Hab ihn! Meine Fresse! Hier ist ein Assassinen-Dings. Hat einen Assassinen-Teil fallen lassen. Kommen wir gar nicht mehr zum Rumblödeln und dumme Sprüche machen. So heftig sind die Gegner hier. Was soll ich denn für dumme Sprüche machen? Weiß ich nicht. Das ist ja nicht meine Kernkompetenz. Ah, meine Kernkompetenz ist also nur dumme Sprüche machen. Erzähl mir mehr. Nicht nur, aber unter anderem. Und noch einer von den Fuck-Dingern, Alter. Oh Mann, und die sind gegen Glibber und Dings resistent. Ist doch zum Kotzen. Die sind aber echt heftig. Ich will die gerade mit was von der Waffe wieder strecken können. Okay, das vertragen sie schon mal nicht. Das macht ihnen anscheinend gut Schaden. Oh meine Fresse. Heil mich aber auch, gut. Meine Wasser. Boah, der hat aber auch einen Schlag drauf. Unglaublich. Ein bisschen durch den Aufbruch. Ich brauche mehr Munition. Oh, fuck. Das ist schlecht. Meine Güte. Was hat er da fallen lassen? Oh, was von Jacobs. Eine Schrotflinte. Ich glaube, ich sollte mal wechseln. Jetzt kommen andauernd seine Gegner. Irgendwas mit Strom. Strom ist ganz gut. Strom vertragen sie nicht so gut. Ich nehme mal die und vergleiche die mal mit den anderen Schrotflinten, die ich habe. Vertragen die Korrosion? Sind die ja da immun gegen? Ja, ja. Also einige zumindest. Okay. Mann, Mann, Mann. Es ist mein Dings aber auch fast leer, meine Pistolen-Munition. Hier war nirgendwo ein Shop, ne? Nee, leider nicht. Der Shop kommt erst kurz vorm Firehawk, glaube ich, wenn überhaupt. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Speicherpunkt. Okay. Dürfte ich was erklären? Ja. Selbst wenn du Roland vor diesem Firehawk rettest, die Crimson Raiders sehnen sich nicht gerade nach dieser Welt. Weißt du was? Ich glaube, du verdienst einen kleinen Tipp. Mein Geheimnis hat damit zu tun, dass der Widerstand sterben und ich mich kaputt lachen werde. Das ist ein großer Spider-Ranch. Ach, danke für den Tipp, Jack. Was machst du denn da? Das wird dir nicht gefallen. Okay. Meine Schrotflinte, die ich jetzt eingesammelt habe, macht zwar gut Schaden, aber die braucht 3 Schuss und muss dann sofort nachladen. Oh, das ist nicht so gut. Überhaupt nicht. Meine Pistolendinger sind schon wieder leer, fast. Ich nehme mal meine 3 Pistolen aus meinem Dings raus. Nehme wieder Moxie rein. Und die andere Moxie. Ja, das ist, glaube ich, richtig so. Habe ich noch eine Pistole drin, das passt schon. Oh. Iridium. Oh, da ist ein... Feuerspinne. Feuerspinne, 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 Feuerspinne.
Hey, Spinne, ich komm zur Hilfe. Ja, die laufen hier überall rum. Oh, da ist noch was anderes. Die fliegen. Wer hat mich denn da angezündet? Ach du. Ey, hallo. Ich glaube, eine einzige Spinne hinterher. Nein! Die wollen mich hier runterkicken. Niemals. Toll. Jetzt ist die Spinne tot und ich auch. Ich möchte keinen noch verschließen. Ah, da ist noch eine. Nehme ich heute. Falls du dich erinnerst, Spinnen hassen Feuer. Ja. Das ist aber eine Feuerspinne. Ich bin mir nicht sicher, die hassen, nein, die hassen, nein, die hassen kein Feuer. Ja, gut. Wäre das geklärt. Aber wir hatten ja einen Safe Point hier kurz vorher. Hat er sich so schnell bewegt? Okay, die Spinne bekämpft den anderen Feuerhunk. The Power of Moxie. Hat ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier gerade mehr, ja, mehr Gewalt vorzwingen, anstatt wir das hier mit gutem Gelingen machen. Jetzt kommt auch noch nervenaufreibende Musik. Ja, weil da noch eine Speuerfinne ist. Eine Speuerfinne, genau, schnell! Solange die Speuerfinne lebt, müssen wir gut spielen. Ah, das ist mit so viel Feuer. In dieser Welt hier habe ich Schwächen entdeckt. Dort greife ich an. Die Feuerspinne habe ich. Ist da irgendwas, was mich hier von der Seite an? Hier sind ja mehrere Feuerspinnen. Okay, haben wir. Wow. Ich habe auch wieder genug Pistolenmunition scheinbar. Oh. Hast du gut gelootet? Möchtest du hier weitermachen oder sollen wir hier aufhören? Oh, ich erinnere mich auch an diese Stadt. Da, bis zum Firehawk? Ja, alles. Dauert es noch eine Weile. Ja. Wir müssen jetzt erst. Ich erinnere mich, wie oft wir hier gestorben sind. Übrigens ist es keine Stadt, sondern eine Art Raffinerie oder so. Ja, erstmal hier vorne. Nee, aber gestorben sind wir bei der Nebenaufgabe, die wir später hier noch machen müssen. Ich hab nichts gemacht. Ich glaube, das war ich. Wie geil ist das denn? Das hab ich auch gar nicht gehört im Laufe des Games. Man hört ja immer wieder mal so ein paar neue Sprüche, aber gib mir meine Hitpoints zurück, hat bis jetzt noch keiner gesagt. Das hat er bei mir auch gesagt. Oh oh. Ich kenn das Geräusch. Ich mach dich fertig, du Hure! Ich mach dich fertig, du Hure, hab ich aber auch noch nicht gehört. Was ist denn das hier für ein vulgärer Ausdruck? Nimm's mir nicht übel! Naja, wollten sie ja auch am Anfang des Spiels, wollten sie ja auch ihren Samen auf uns verteilen. Also auf jeden Fall, im Laufe von Borderlands 1 zu 2 haben sie definitiv angezogen an der Witz und an der Vulgärschraube. Obwohl 1 auch nicht, schon auch nicht die ohne war. Die Vulgärschraube wurde nochmal festgedreht. Genau, weil 1 war auch schon sehr, sehr geil und sehr, sehr lustig. Aber bei 2 haben sie echt. Das weiß ich ja alles nicht. Bei 2 haben sie echt alles richtig gemacht. Na, das weißt du ja. Huch, das weißt du ja denn, wenn im Steam Sale mal wieder im Angebot ist. Oh, der kann aber bald fliegen. Der hat mich Geschlampe genannt. Der hat gesagt, es ist Zeit zum Sterben, Schlampe. Ich komme jetzt zu dir. Ich bring dir was mit. Ich
denke! Hat er gerade gesagt, ich spüre alles? Zu mir oder gesagt, ich spüre alles? Ich reiß dich ein Stück, hat er zu mir gesagt. Der hat ein sehr unausgeglichenes Privatleben, scheint mir. Das hast du jetzt daraus geschlossen? Ja. Choleriker. Vulgär. Was machst du denn da? Ich habe irgendwie im Unterbewusstsein, dass es hier was gab. Du wolltest jetzt nicht direkt Urin sagen. Also da oben ist auf jeden Fall eine Kiste. Und gab's, aber das, oh, das gab nicht nur die Kiste da, da gab es noch irgendwas anderes. Ich habe auch noch ein paar Videos gesehen, wo es Lootkisten gibt, an denen wir vorbeigelaufen sind. Warum sagst du denn nichts? Nein, also nicht jetzt im Let's Play, sondern beim ersten Durchlauf. Achso. Lootkisten, die versteckt waren und wo nur lila Sachen zum Beispiel drin waren oder nur blaue Sachen drin waren. Oh Mann! Ich komm da oben eh nicht hoch. Ich lauf mal hier ein bisschen weiter. Ich will zumindest die Lootkiste haben, die hat's mir jetzt angetan. Währenddessen schieße ich auf Leute. Oder auf explosive Behälter. Lohnt sich übrigens auch immer mal auf explosive Behälter zu schießen. Denn da ist auch Kram drin. Man sollte allerdings weit genug entfernt stehen. Meine Fresse! Oh, der kommt ja hier hoch. Das war aber nicht so gedacht. Bitte läuft mir jetzt wieder weg. Hä? Okay, das verwirrt mich jetzt. Mann! Was stöhnst du denn da oben rum? Das irritiert mich. Ich habe nur, so. Oh yeah, oh yeah. Sieht aber gut aus. So von hier unten. Okay, ist aber echt nur eine Lootkiste. War hier kein Symbol und nix? Ich hab. Hä? Hm. Den wohl nicht. Schnauze! Huch. Da ist er mir wohl in meine Pistole gelaufen. Wen haben wir denn hier? Da unten haben wir einen. Der ist weg. Die hier unten haben uns ganz schön zugesetzt, daran erinnere ich mich. Das ist aber eine Nebenaufgabe, wo die einen zusetzen. Ich spring mal runter. Schon getötet, bevor er sich mutieren konnte. Sehr gut. Ich sah ihn schon mit den Fäusten wedeln und dachte mir so, oh nein. War es das hier schon?